Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Im heutigen Video, das sich um die Projektsäge Hangsicherung mit Gabionen dreht, sind wir mittlerweile im sechsten Teil und ich möchte nun beginnen, meine Steine einzubauen. Diese wurden heute geliefert, insgesamt erstmal 25,5 Tonnen und die werden jetzt Stück für Stück in die Gabionen eingebaut. Wie ich dabei vorgehe, was ich beachte, was ihr vielleicht beachten solltet, wenn ihr es wissen wollt, bleibt dran, bis gleich. Wie ihr sehen könnt, ist seit der Lieferung der Steine schon einiges passiert. Ich habe die ersten Körbe schon befüllt. Doch bevor ich da ins Detail gehen will, ein kurzer Schwenk auf die Steine an sich. Es handelt sich hierbei um Granit. Ich habe in der Nähe, ungefähr 30 Kilometer entfernt, einen großen Steinbruch, einen Granitsteinbruch. Habe dort auch ein gutes Angebot bekommen. Diese Steine hier sind jetzt in der Abmessung 80 x 125. Ich finde, das ist ein sehr schönes Maß, weil man da die Steine doch recht einfach in die Körbe reinbekommt. Man kann sie notfalls einfach reinschmeißen und dennoch, wer es etwas exakter haben möchte, kann in dieser Größenordnung immer noch die Steine zumindest an der Front sauber sortieren. Die Lieferung erfolgte über einen großen LKW mit Gelenkanhänger. Insgesamt seht ihr jetzt hier, und oben in der Einfahrt dann nochmal die Gesamtanzahl der Steine geliefert bekommen habe ich jetzt knapp 25 Tonnen und hoffe, dass ich damit die Körbe, die ich bereits stehen habe, befüllen kann. Die Befüllung an sich ist gar nicht so schwer. Wer eine gerade Wand baut, also exakt in einer Linie, für den bietet es sich an, in der Front noch große Schalbretter anzubringen, damit dann, wenn die Steine einfach eingeworfen werden, die Körbe nicht ausbeulen. In meinem Fall macht es aber keinen Sinn, denn ihr seht es jetzt hinten schon, das Ganze hier hat eine Rundung, das Ganze geht hier etwas um die Ecke und da brauche ich keine begradigenden Schalbretter. Ich habe jetzt meine Körbe, die ich ja erstmal zusammengebaut hatte, auch komplett verblombt hatte schon, Stück für Stück wieder aufgemacht und bereits befüllt. Grundsätzlich beginne ich jetzt damit, dass ich die Distanzhalter einsetze. Die seht ihr jetzt hier. Pro Korb sind 4 Stück vorgesehen. In meinem Fall lege ich diese jetzt so, dass ich von unten als auch jeweils von der Seite beziehungsweise dann bei den oberen von oben als auch von der Seite jeweils das Maß von 30 cm nehme. Das heißt 1, 2, 3, 4. Hier in der Mitte habe ich 40 cm. Hier rüber wird es 40, 40, 40. Also diese Stelle hier ist dann die mit der weitesten Maschung. Aber nach meinen Erfahrungen hält das wirklich sehr, sehr gut. Im Moment sind die auch noch relativ locker. Ja, das spannt jetzt hier ein bisschen rein, aber nicht wirklich doll. Hier sieht man das dann schon ein bisschen schöner. Ich gehe mal mit der Kamera rum. Dann könnt ihr sehen, dass hier jetzt sogar eine kleine Lücke drinne ist. Aber wenn dann die Steine drinne sind, beulen die Körbe ja nach hinten und nach vorne aus. Ich beginne dann ja regelmäßig damit, pro Korb einfach erstmal ein paar Steine einzuwerfen in den hinteren Bereich. Und dann muss ich sagen, Gott sei Dank, bei meiner Körpergröße komme ich gerade so noch, wenn ich mich über den Eingang hier oben hinweg beuge, gerade so noch nach unten und sortiere die Front mir dann Stück für Stück zurecht. Und alles, was hinter der angebauten oder sortierten Front hängt, wird einfach nur hineingeschüttet. Hier drüben seht ihr dann, wie das Ganze schon im fertigen Bereich aussieht. Das heißt, die Frontsteine sind halt ein wenig angeordnet, dass es zumindest etwas Optik mitbringt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mir geht es hier um eine Hangsicherung. Dieser ganze Bereich wird später auch mal zuwachsen durch Kletterpflanzen und Ähnliches. Also in 2, 3 Jahren sieht die Arbeit sowieso keiner mehr. Auch hier habe ich dann einige Stellen, das seht ihr jetzt hier, wo dann doch größere Löcher drin sind. Aber damit kann ich leben. In der Gesamtheit, wenn man sich die Flucht jetzt mal anschaut, bin ich doch sehr zufrieden. Also diese Steine, die machen das wirklich sehr, sehr schön. Das Befüllen deutlich einfacher als zum Beispiel mit den Schwackelsteinen, die ich ja in meiner anderen Mauer habe. Und das Ganze ergibt eine schöne Linie auch vom Zusammenbau. Und oben her passt das sehr, sehr gut. Apropos Zusammenbauen. Ich habe die Körbe jetzt oben relativ weit gefüllt. Das heißt, ihr seht jetzt hier zum Beispiel noch kleine Freiflächen, auch hier hinten oder hier.
Da werde ich dann Stück für Stück die kleineren Reste, die an dieser Steinlieferung mit dabei sind, dann von oben einfach durch die Gitter hindurchschmeißen. Ich habe jetzt hier nur so weit aufgefüllt, wie eben die großen Steine da notwendig sind. Anschließend wird der Deckel wieder zugeklappt und dann eben die Spiralen einmal in der Querverbindung, also Gitter links, Gitter rechts und das Gitter, was nach unten weggeht. Ihr seht es hier, drei Gitter miteinander in dieser Spirale verbunden. Hier rein mit dieser Spirale. Dann die große Spirale, die ja auf die gesamte Länge eingedreht wird. Ja, das ist hier im Moment noch Spieltrunne. Aber an sich, da wackelt jetzt nichts mehr an der ganzen Sache. Diese Spirale kommt dann praktisch dann hier reingedreht. Die Fronten selber sind ja im Format 5 x 10 cm. Ja, also wer jetzt Ähnliches sucht, die Produktlinks setze ich euch wieder in die Beschreibung unter dem Video rein. Da könnt ihr einfach raufklicken und dann euch selber bestellen. Das Besondere ist, dass diese Front, dieses Meter mal Meter, gibt es in dieser Größenanordnung, die Seiten selber nicht. Das heißt, ich müsste mir eine Front dann mit dem Bolzenschneider zurechtschneiden. Das habe ich aber vermieden. Habe stattdessen hier vorne dieses 10x10er Gitter gelassen. Und ihr seht jetzt einmal hier und einmal hier unten eine weitere Strebe. Die habe ich jetzt hier eingebracht, damit dann dieses Gitter nicht ausbraucht. Das heißt, der hier unten geht dann diagonal hier drüben rein, setzt dann hier an und der hier oben, wo ist er? Da ist er. Der geht diagonal nach da drüben weg und setzt dann dort an. Das heißt, dieses Gitter an sich ist dann auch entsprechend stabilisiert. Hier vorne die Steine sind dann mehr oder weniger einfach eingeworfen worden. Ein bisschen vorsortiert worden. Kann man sicherlich hübscher machen, aber wie gesagt, für meine Zwecke völlig ausreichend. Ihr seht jetzt auch nach unten hin, da sind zum Teil doch recht große Lücken oder vereinzelt größere Lücken noch zu sehen, zum Beispiel dort. Aber auch das macht nichts, denn ich möchte ja hier insgesamt noch ungefähr 20-30 cm Muttererde aufbringen. Das heißt, die Erdnaht würde dann irgendwo auf diesem Level hier stehen und die unterste Reihe an Steinen verschwindet dann so oder so. Und nachdem ich jetzt die ersten 7 Körbe hier bereits gefüllt habe, kommen nach hinten hin noch gute 25 Körbe dazu. Und nach der Kurve hinten um die Ecke sogar noch eine zweite Reihe on top obendrauf. Das heißt, das braucht Zeit, das braucht auch Kraft. Also diese Arbeit geht dann schon ganz schön in den Rücken. Da sollte man es nicht übertreiben. Jeden Tag 1-2 Körbe ist völlig ausreichend. Auch damit komme ich ans Ziel. Und das heißt für mich jetzt an der Stelle erstmal Schnitt. Ich nehme euch in den nächsten Tagen dann in diesem Video hier weiter mit. Ein weiterer Korb ist gefüllt. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Abdeckgitter oben noch nicht befestigt. Ganz einfach aus dem Grunde, dass ich dieses regelmäßig einfach mal so anlege und schaue, wo ist noch Platz, wo kann ich noch Steine platzieren, die ich später nicht durch diese 10x10er Masche durchbekommen würde. Anschließend werde ich das Ganze jetzt hier mit der Spirale eindrehen, dann nehme ich euch gleich mit. Und wenn dann dieses Gitter aufgebracht ist, nehme ich dann viele, viele kleinere Steinchen wie diese hier. Die kann ich dann einfach oben durch das Gitter hindurchschmeißen, um dann die offenen Lücken zu schließen. Um die Gitter jetzt zu schließen, bietet sich's an, das Ganze mit der Zange eben einfach dann auch mal hier so zusammenzudrücken, um die Spannung rauszunehmen.
aus der Nähe betrachtet. Seht ihr jetzt hier vorne schiebe ich das Ganze noch nach, wenn dann der nächste Korb kommt. Aber hier drüben ist es dann soweit schon fertig. Das heißt, die Spirale verbindet auch hier wieder alle drei Gitter. Auch hier vorne die Fronteinlage habe ich eingedreht. Und ich werde jetzt noch eins machen mit der Zange, diese Spiralen hier vorne öffnen. Also diesen Bogen hier. Ich werde den aufbiegen und hier rumbiegen, um dem Ganzen dann die letzte Stabilität zu geben. Seit dem letzten Schnitt sind wieder einige Tage vergangen und wir sind gut vorangekommen. Wie ihr sehen könnt, wurden Stück für Stück mittlerweile die Hälfte der Körbe gefüllt und ich bin kurz vor meiner Rundung. Um mit meinen Steinen auch die zweite Reihe, die ja hier oben drauf kommen soll, noch befüllen zu können, habe ich mir einen kleinen Trick überlegt und verbaue nunmehr auch meine alten Steine. Diese Granitpflastersteine habe ich aus einem Gehweg hier auf dem Grundstück ausgebaut und zwischendurch gelagert. Und diese werden jetzt im nicht sichtbaren Bereich der Gabion eingebaut. Das seht ihr farblich hier sehr gut. Vorne die hellen Granitsteine direkt aus dem Steinbruch und hinten diese Steine, die schon mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich hier in der Erde eingebaut gewesen sind. Um mir das Befüllen etwas leichter zu machen, habe ich mir hier auch einen kleinen Tritt gebaut aus diesen Gehwegplatten hier. Das heißt, wenn ich da oben drauf steige, schaffe ich es bei meiner Körpergröße bequem hier reinzugreifen und die Steine an der Front vorne zu sortieren. Bis zu diesem Korb, den ich hier bereits angefangen habe zu füllen, bleibt die gesamte Gabionenwand einreich. Links daneben, ab dem Korb, wo dieses kleine Zipfelchen hängt, wird das Ganze zweireich. Das heißt, auf diese Körbe werde ich eine zweite Reihe an metrischen Körben aufbauen. Das Ganze folgt aber in einem späteren Video und wenn ihr dieses nicht verpassen wollt, drückt den Abo-Knopf, aktiviert die Bimmel, dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht, wenn das nächste Video eingestellt ist. Denn an dieser Stelle sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!